Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich ein paar neue Produkte mit dir austesten. Und zwar geht es vor allem um das neue Essence-Sortiment bzw. um die neue Trend-Edition Bloom Baby Bloom. Da habe ich nämlich unter anderem die Lidschattenpalette, dann habe ich noch die Pinsel. Ich habe auch den Blushlighter und den Highlighter, aber dazu kommen wir später. Ich habe auch den Primer. Dann habe ich noch neue Produkte hier von Zoeva, habe ich einen neuen Concealer und. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Genau, und es gibt noch eine Verlosung. Da habe ich mir ein paar Produkte ausgesucht, die einfach blau sind. Ja, ich kann die vielleicht nachher nochmal so im Detail zeigen, aber jetzt wollte ich erstmal anfangen, so ein bisschen mich zu schminken. Beginnen möchte ich mit einem Primer, beziehungsweise ich habe zwei neue Primer. Zum einen habe ich hier aus der Essence Bloom Baby Bloom diesen Primer. Das ist ein Primeröl. Das möchte ich mir auf die eine Hälfte meines Gesichtes auftragen. Das kommt mit so einer Pipette in einer Glasflasche. Das sieht sehr flüssig aus, aber ich vermute, dass es sehr ölig sein wird, weil es halt ein Ölprimer ist. Finde ich sehr spannend, das werde ich mir gleich aufgeben. Und hier habe ich in einer Douglas-Bestellung, da konnte man sich so Goodies aussuchen, den Becker Skin Love Brighten and Blur Primer. Das ist dieser hier, so ein kleines Pröbchen. Aber es ist da und es ist neu. Und hier haben wir ganze 6 ml drin. Das kommt auf die andere Seite des Gesichts. Zunächst einmal gebe ich mir den Essence Primer auf. Der riecht sehr beerig, blumig, fruchtig. So ein bisschen nach Kirsche riecht er tatsächlich. Caring and Skin Conditioning, okay. Healthy Glow, also auch der soll einen Glow geben. Primeröl für natürlichen Glow mit pflegendem Reisöl und Vitamin E. Den gebe ich mir hier einfach, der ist richtig flüssig, aber ölig auf der Haut, also das merke ich. Aber er fühlt sich super schön an, also wenn ich den jetzt verreibe, wird das richtig angenehm samtig, lässt sich schön verteilen, verbindet sich angenehm mit meiner trockenen Haut. Oh, das fühlt sich auch so ein bisschen so an, als würde meine Haut das gerade aufsaugen, dieses Öl. Ich mag ja auch aktuell im Winter, wenn ich so diese richtig trockene Winterhaut habe, Gesichtsöle richtig gerne. Das passt auch. Und ich habe auch einen Glow, natürlich. Ich habe ein Öl im Gesicht. Macht Sinn. Nachdem ich meine Hand nun sauber gemacht habe, nehme ich den anderen Primer, und zwar von Becker Skin Love, den Brighten and Blur Primer. Der kommt fest wie eine, ja, Creme. Riecht sehr angenehm. Frisch tatsächlich. Also wie eine sehr gute Gesichtscreme, die jetzt nicht irgendwie stark parfümiert ist oder so. Das riecht einfach nur gut. Der lässt sich natürlich etwas schwerer verteilen, weil es halt eine cremige Textur ist. Aber auch das verbindet sich gerade sehr gut mit meiner Haut. Ich muss sagen, dass mir beide Primer im Gesicht jetzt ganz gut gefallen. Also, ne, ich sehe jetzt so keinen großen Unterschied, außer dass der von Becker auch noch so ein bisschen diesen Blurring-Effekt mit drin hat. Und ich hier halt einfach einen Glow habe. Einen Glow habe ich tatsächlich auf der Seite auch ein bisschen mehr als auf dieser Seite. Wobei dieser Glow eher ölig ist und ich hier tatsächlich noch so ein bisschen nachöle. Das merke ich gerade so ein bisschen. Aber wenn ich so drüber streiche, fühlt sich diese Seite deutlich sanfter und angenehmer an. Gut, jetzt Becker mit Essence zu vergleichen, ist jetzt auch ein bisschen heftig, aber ne, das ist halt, das sind zwei neue Produkte, die hier sind. Aktuell verwende ich die Benefit Hello Happy Flawless Brightening Foundation. Das ist diese hier, habe ich in der Farbe 02. Und die zeige ich euch jetzt, weil ich die mit diesem Pinsel auftrage. Das ist aus der neuen Pinsel Limited Edition von Essence. Und da gibt es unter anderem einen Foundation Pinsel. Dieser Pinsel fühlt sich super schön an. Das definitiv. Aber man sieht, dass da halt so einzelne Härchen hochstehen. Also das ist quasi von der Verarbeitung her nicht ganz hundertprozentig. Aber dafür war der halt auch nicht so sackteuer. Ich arbeite mir aktuell sehr, sehr gerne Foundation mit dem Pinsel auf. Und jetzt gebe ich mir einfach einen Pump-Pump auf dem Pinsel drauf und arbeite das erstmal auf der Essence-Seite ein. Es lässt sich doch sehr gut mit dem Pinsel arbeiten und ich habe jetzt auch, wenn ich das jetzt so verteile, nicht unbedingt das Bedürfnis, dann nachher noch mit dem Schirmchen drüber zu gehen, weil der Pinsel sehr, sehr, sehr weich auf der Haut ist. Ich habe jetzt einen Pump-Pump auf dieser Gesichtshälfte verteilt und finde, dass es ganz gut aussieht. Also dieser Pinsel ersetzt meiner Meinung nach definitiv noch einen Beauty-Blender oder ein Make-up-Schwämmchen nachher zu verwenden, weil du kannst den auch noch so wie so ein, ne, Schwämmchenersatz quasi verwenden. Und der ist halt super weich, das piekst nicht. Und das finde ich
schön. Auch auf die andere Gesichtshälfte möchte ich mir einen Pumpuck geben. Der kommt dann hier auch auf den Pinsel und wird eingearbeitet. Also gefühlt ließ sich die Foundation mit dem Pinsel auf der Seite mit dem öligen Essence Primer deutlich einfacher ausblenden und einblenden. Buffern, sage ich mal. Die Deckkraft der Foundation reicht mir tatsächlich so aus, weil ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn auch meine Haut durchscheint und auch einfach meine Imperfektionen der Haut. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt eine Full Coverage Foundation. Deswegen lasse ich das auch tatsächlich so auf der Haut. Ich finde, dass diese Seite etwas besser verbunden aussieht, sprich, dass der Primer sich besser mit der Foundation hat verblenden lassen, zusammen mit dem Pinsel, sage ich mal, obwohl halt, ne, die Primer sind halt eingezogen vorher, jeweils irgendwie 3 Minuten oder so. Aber trotzdem hat sich alles ganz gut miteinander verbunden, aber der von Essence hat mir jetzt echt besser gefallen. Wobei der hier jetzt ein bisschen mehr Glow durchlässt, ne? Tatsächlich von Becca. Nun schauen wir uns mal den neuen Concealer von Zoeva an. Das ist der Authentic Skin Perfector Retouch Concealer und den habe ich in der Farbe, warte, 020 Accurate, genau. Das ist eine schöne Farbe. Ich mag die Foundation sehr gerne. Die habe ich in der Farbe 040 Beautiful, glaube ich. Der ist relativ deckend. Das nehme ich mir aber hier mit dem Beauty Blender von Ember, das Schwämmchen, auf. Okay, cool. Das funktioniert gut. Ich habe hier aktuell unter meinem Auge eine sehr, sehr trockene Stelle. Aber ich finde nicht, dass der Concealer sich da blöd draufsetzt. Also der Concealer versucht wirklich sehr, sehr freundlich, diese trockene Stelle zu kaschieren. Und die Farbe passt gerade auch sehr gut. Mit dem Rest, was auf dem Schwämmchen drauf ist, gehe ich dann auch mal über meine Augenlider. Einfach um so ein bisschen die Äderchen schon mal zu kaschieren. Und oh mein Gott, ich mag diesen Concealer. Ich finde den richtig klasse, wirklich. Das kann ich jetzt auch gerade sehr gut sagen, weil ich aktuell echt Probleme habe. Und ich habe eine Wimper im Auge. Mit meiner Haut und meine Augen drum zu. Der setzt sich nicht blöd ab, der fühlt sich schön an. Der ist nicht zu dick, nicht zu pastig und oh, der deckt aber trotzdem schön ab. Also irgendwie gehen wir gerade eine großartige Freundschaft ein. Ach, jetzt bin ich eh schon mit meinem Schwämmchen hier unterwegs bei meinen Augen. Dann gehe ich noch einmal kurz hier über meine Haut. Einfach wegen der Gewohnheit. Okay, den Concealer nehme ich auch immer ganz gerne, um dann halt noch so ein bisschen Mini-Highlights zu setzen. Auch nur ganz minimal. Und auch das blende ich mit dem Schwämmchen ein. Okay, man braucht nicht viel Produkt. Dann sette ich jetzt mal kurz mein Gesicht. Dafür gehe ich erst mit meinem Schwämmchen in das Puder rein, um meinen Concealer zu setten. Und dann nehme ich mir von Louisa Creschen und Luvia aus der Kollektion diesen Puderpinsel, gehe damit in den Puder rein, in das Puder und gehe damit über mein ganzes Gesicht vorsichtig drüber. Der Pinsel gefällt mir übrigens auch richtig gut und das ist auch einer, den ich recht neu habe. Ja, der ist sehr weich. Also ich verlinke dir alles, was ich hier jetzt intensiver zeige und was Neues auch unten in der Infobox. Mit dem gleichen Pinsel gehe ich hier in einen Bronzer rein und wärme mein Gesicht entsprechend etwas auf. Und hier liegt es nicht nur daran, dass der Bronzer richtig geil ist, das ist nämlich der Hattie Bronzer in der Kooperation mit Love, sondern auch der Pinsel ist echt schön. Ich finde es irgendwie cool, dass der auch so lange Haare hat, aber trotzdem vorne relativ fest gebunden ist. Dadurch macht er so ein fluffiges, flawless Finish. Alliteration, hallo. Gesundheit. Oh, das ist, der lässt sich auch schön anfassen, der Pinsel, ne? Da kannst du schön so machen. Schön so wubbeln. Doch, der hat einen schönen Stil, finde ich, ne? Ich finde jetzt, wo ich Foundation, Puder und den Bronzer so drauf habe, sieht man auf der Becca-Seite hier noch ein Glow. Auf der Essence-Seite eher weniger. Das ist eher matter geworden vom Finish, ne? Aber vielleicht wird die Haut noch etwas nachölen, das weiß ich noch nicht. Tja, jetzt hätte ich euch gerne ein Produkt gezeigt und zwar den Blushleiter aus der Bloom Baby Bloom Limited Edition. Den habe ich mir bestellt und der ist so angekommen. Das ist kaputt. Das ist etwas bitter. Ich habe das auch schon an Essence geschickt, also das Reklamationsbild. Ich habe den in der Farbe I Lilac You. Ich versuche ihn ganz, ganz vorsichtig aufzunehmen.
Ich versuche ihn wirklich zu verwenden. Dafür nehme ich hier den Pinsel von Wet n Wild einfach. Dippe vorsichtig rein. Das wird schwierig, Leute. Das wird wirklich schwierig. Und versuche den hier aufzutragen. Das ist halt ein richtig heftiger Schimmer-Highlighter, ne? Schimmer-Blush. Ich hätte mir den tatsächlich dunkler vorgestellt, wenn ich mir das so im Fännchen anschaue. Aber an und für sich mag ich das, wenn die Produkte so Schimmer mit dabei haben. Ich habe die Produkte direkt bei Essence übrigens bestellt, auf der Essence Homepage. Einfach mal, weil ich gucken wollte, wie der Online-Shop da so funktioniert. Ich habe schon öfters mal bei Love bestellt und jetzt habe ich das erste Mal bei Essence direkt bestellt. Und ja, was soll ich sagen? Die müssen lernen, ihre Produkte besser einzupacken. So. Ja. Gefällt mir in der Theorie ganz gut. Doch. Ich würde es auch tatsächlich noch weiterhin gerne verwenden. Da muss ich mir nur überlegen, wie ich das hinkriege. Ich denke, dass ich mir den dann noch irgendwie pressen muss oder so. Und so gefällt mir das schon mal ganz gut. Eigentlich brauche ich jetzt gar keinen Highlighter, aber ich habe ja den anderen Highlighter jetzt auch da. Der ist jetzt auch ziemlich dunkel. Auch der ist nämlich gebrochen leider im Pfännchen. Aber nicht so extrem. Der ist so wunderschön. Das ist diese Blume, die man da so sieht. Ich habe die Farbe 01 Daisy Me Glowing. Genau, dann nehme ich hier einen Pinsel auch aus dem Louisa Crescent Pinsel Set. Oha, da hast du aber grobe Glitzerpigmente mit drin. Okay. Oh nee. Oh nee. Die fliegen hier gerade alle rum, die Glitzerpigmente, Leute. Was ist das denn? Der hat richtig heftige, starke Pigmente da auch mit drin. Aber auch so, ui. Also ist ein bisschen was so Festival-Vibe-mäßig, ne? Dass man das so vielleicht, wenn man im Frühling auf irgendein Festival geht oder auf irgendeine Party sich drauf macht. Aber ich mag das nicht, wenn man hier so groben Glitzer rumfliegen hat, Leute. So kann man das, glaube ich, ganz gut sehen. Was für grober Glitzer da so auf meiner Haut ist, ne? Nix für mich. Nee, also da kann ich den Blushleiter wohl empfehlen, aber den Highlighter nicht. Nachdem ich gerade eine kleine Auseinandersetzung mit meinen Augenbrauen hatte, habe ich sie jetzt gemacht. Habe einen Lidschattenprimer aufgetragen und ihn auch direkt gesettet. Und nun möchte ich mit euch die Bloom Baby Bloom Palette von Essence verwenden. Das ist diese hier, wo wir den Klebi einmal entfernen. Du hast hier keinen Spiegel in der Palette drin. Das sind 9 sehr, sehr sommerliche Töne. Und hier haben wir einen ganz speziellen Ton drin, der sehr grob glitzernd ist. Ich blende dir auch mal Swatches ein, die ich quasi mache, nachdem ich meinen Augenlook schminke. Denn ich werde mich jetzt direkt schminken und danach die Swatches machen. Oder mache ich jetzt die Swatches und weiß dann, was auf mich zukommt? Nö. Als erstes möchte ich natürlich die oberste Reihe swatchen. Wie wir sehen, sehen wir, dass sie krümeln, aber gut, ja, man geht ja nicht unbedingt mit dem Finger direkt rein. Hier haben wir die 3 Töne. Da haben wir einmal dieses wundervolle Blau, was leicht krümelig rüberkommt, aber im Swatch sehr, sehr stark aussieht. Dann haben wir den dunklen Pinkton, der relativ schwach rüberkommt. Und hier haben wir den Ton, der so ein bisschen orangemäßig ist und ein Goldschiff mit drin hat. Den kannst du bestimmt auch super als Blush oder so verwenden. Hier haben wir die 2. Reihe. Die sieht schon sehr, sehr anders und sehr special aus, vor allem dieser Ton. Der ist sehr grob und wir gucken mal, wie er sich swatchen lässt. Ja, es geht, ne? Also lässt sich nicht weiterziehen. Das ist halt, bis hierhin ist dann quasi Öl drin und das war's. Dann haben wir hier jetzt den rosa Pinkton mit Schimmer drin. Der sieht im Swatch ganz gut aus und der fühlt sich auch relativ cremig, ölig so an, ne? Also das ist jetzt auch so der längste und gleichmäßigste Swatch, den ich hinbekommen habe. Und hier, ja gut, das ist jetzt ein Aprikot. Das sieht man nicht so wirklich, ist ja sehr pastellig, ne? Und hier haben wir die letzte Reihe auf dem Finger. Ja, man wird es garantiert nicht so unbedingt doll auf der Haut sehen können, weil sehr hell. Hier haben wir jetzt so ein ganz helles Rosa. Es ist fast ein Weiß, ne? Das hier ist der Schimmerton, der so, ja, auch ein Rosa-Shift mit drin hat und
so wässrig schimmernd jetzt auf dem Arm wirkt. Und das hier ist so ein orange, hellbeige, nichtssagender Ton. Das ist eher so ein Ausblende- oder ein Setting-Ton. Ja, und hier haben wir dann einmal die kompletten Swatches von den 9 Tönen. Es gibt auch eine Brush Limited Edition von Essence, von der ich dir ja eben schon den Foundation-Pinsel gezeigt habe. Und hier haben wir auch noch mit drin einen Blendepinsel, einen Smudger-Pinsel und einen Point Brush. Genau, und das sind auch die 3 Pinsel, die ich jetzt für meinen Augenlook verwenden werde und keine anderen. Als erstes gehe ich in dieses Aprikot mit dem Blendepinsel rein. Ich lege mir da oben in die Palette mal so einen Spiegel rein, sonst sehe ich mich leider nicht. Der Pinsel nimmt nicht so viel Farbe auf, das heißt, ich muss doch etwas mehr reingehen. Genau. Und dann setze ich mir das quasi hier oben rein. Oh, die staubt aber sehr, die Farbe. Und mache den dahin, wo ich quasi meine Lidfalte nach oben versetzen möchte. So als Base-Ton für das Ganze. Und jetzt, wo ich die Farbe so sehe, die hätte ich wahrscheinlich auch einfach zum Setten nehmen können von der Base. Das Positive daran, dass es eine sehr softe Farbe ist. Ich meine, es ist ja auch so ein Pastell. Rosé-Aprikot, würde ich mal so sagen, ist, dass es sich sehr schön verblenden lässt und alles sehr smooth aussieht. Die Farbe staubt sehr und ich sehe hier überall so Flöckchen rumfliegen, während ich die auftrage. Ich klopfe den Pinsel aber auch nicht ab, weil ich ansonsten viel zu wenig Farbe auf dem Pinsel hätte und noch mehr Schichten und aufbauen müsste. Das wäre auch nervig. Wirklich soft, ne? Da sieht man nicht allzu viel von. Zur Vertiefung meiner Lidfalte habe ich nicht allzu viel Auswahl, aber ich wähle einfach diesen pinken Schimmerton aus der Mitte. Gehe da vorsichtig mit dem Blendepinsel rein, habe minimal was auf dem Pinsel und setze mir das hier nochmal so ein bisschen unterhalb hin, um die Lidfalte zu vertiefen und einfach ein bisschen Farbe ins Spiel zu bringen. Aber da kommt auch wirklich nicht viel drauf. Das heißt, da muss man dann auch wahrscheinlich wieder aufbauen. Ich glaube, Tupfen ist da tatsächlich die beste Anwendungstaktik. Jetzt ist das Aprikot hier fast verschwunden. Das setze ich mir dann nochmal ein bisschen hier oben drüber. Jetzt nehme ich mir den Smudger-Pinsel und gehe hier in diese dunkle Farbe rein. Da nimmt der Pinsel jetzt etwas mehr auf. Und da setze ich mir das äußere V. Oh, die krümmelt auch wieder sehr. Tupfe ich da erstmal so hin. Und gebe auch die wieder so ein bisschen in die Lidfalte mit rein. Jetzt auf dem Auge macht jetzt dieses Pink mit dem dunklen Pink nicht so den größten Unterschied untereinander aus. Und das ist der Grund, weswegen die Farben sich wundervoll miteinander verbinden. Dennoch verblende ich das hier außen ein bisschen. Oh, aber wenn ich mit dem Blendepinsel drüber gehe, verschwinden die Farben fast schon. Ich gehe jetzt mit meinem Finger auch nochmal in dieses dunkle Pink rein oder helle Lila. Oh ja, mit dem Finger geht das. Da kommt mehr. Ich glaube, die Palette ist nicht unbedingt dafür gemacht, dass man einen intensiven Look damit schminkt. Ich will es aber trotzdem irgendwie versuchen. Habe es hier ja mit dem Finger intensiv aufgegeben und gehe jetzt mit dem Blendepinsel rein und blende das noch vorsichtig hier oben auf. Also im Prinzip hätte ich mir fast schon die anderen Farben sparen können. Ich meine, es zerfließt oder fließt ineinander über und macht einen wirklich soften Übergang. Und ich denke, dass wenn ich die Farben vorher nicht aufgetragen hätte, dass ich diesen Übergang nicht bekommen hätte, ne? Aber die verschwinden fast schon. Das finde ich irgendwie schade. Sehr, sehr schwierig. Und ich habe hier ganz, ganz viel Fallout übrigens auch unter den Augen. Ich nehme mir dieses ganz, ganz Schimmernde mit dem Finger direkt auf. Das ist relativ grob, aber sehr, sehr schön. Das gebe ich mir dann... Oh, das fällt runter. Das gebe ich mir hier so auf. Also auf mein bewegliches Lid. Ein bisschen auch in den Innenwinkel, aber da werde ich gleich noch präziser reingehen müssen. Und blende das auch hier mit in das Lila so ein bisschen rein. Das fällt alles nur so durch die Gegend hier. Oh. Holla, die Waldfee. Okay, hier verblende ich die beiden noch so ein bisschen miteinander und auch in die Lidfalte. Also im Prinzip verteile ich nur die Glitzerpigmente. Ist nicht mein favorisierter Look, um das mal ganz ehrlich zu sagen, ne? Es ist recht simpel, aber irgendwie
mau. Ich gebe mir noch ein bisschen was von dem dunklen Pinkton in die Lidfalte, um sie einfach wieder herzustellen, weil sie einfach schon wieder verschwunden ist. Und muss jetzt auch echt mal so langsam mein Fallout wegmachen. Dafür nehme ich hier den Blushpinsel von eben. Ja, nee. Sehr, sehr hartnäckiges Fallout. Ui. Ich nehme jetzt einen Point Brush und versuche mir mal dieses helle Glitzergedöns, was ich jetzt eben schon mit ganz viel Fallout genommen habe, sowohl im Innenwinkel zu verwenden als auch unter der Augenbraue. Und hoffe, dass mir jetzt nicht alles durch die Gegend fliegt. Mit Fixing Spray werde ich den Pinsel einmal ansprühen. Anders geht's echt nicht. Dann gehe ich mit dem nicht hoffentlich ganz so nassen Pinsel in diese Farbe wieder rein. Nehme Pigment auf. Und gebe mir das in den Innenwinkel. Das hält das Pigment an Ort und Stelle und macht auch ein schönes Innenwinkel-Highlight. Mit ein bisschen was auf dem Pinsel gehe ich auch unter meine Augenbraue, um da mein Augenbrauen-Highlight zu setzen. Das funktioniert ganz gut, ist aber halt auch sehr glitzerig. Mit dem gesäuberten Point Brush gehe ich jetzt in das Türkis hier oben rein und gebe mir das unter meinen Wimpernkranz. Da kommt gut Pigment drauf. Und das gibt auch einfach so einen kleinen Farbklecks, das gefällt mir auch richtig gut. Mit dem etwas gesäuberten Smudger-Pinsel gehe ich in dieses Gelb rein, ganz vorsichtig, und softe das nach unten hin so ein bisschen aus. Eigentlich hatte ich gehofft, dass es dann so ein bisschen grünlich nach unten hin wird, weil Gelb und Blau ist ja eigentlich grün. Aber eigentlich nehme ich nur Pigment weg. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch eine von den anderen Farben verwenden möchte. Ja, ich glaube, also theoretisch wäre das jetzt ein simpler Augenlook, den man jetzt so mit Mascara und Eyeliner gegebenenfalls noch finalisieren könnte. Ich möchte mir jetzt, um so viel wie möglich aus der Palette zu verwenden, diesen extremen Schimmerton noch als Topper auf mein bewegliches Lid in die Mitte setzen. Da möchte ich einmal fühlen, wie der Ton ist. Wow, der hat irgendwas mit drin, was das Ganze... Ich glaube, da ist Öl oder sowas mit drin. Das ist richtig partymäßig, also wow. Presst das einfach hier mal so drauf. Also diese Seite gefällt mir wirklich besser als diese Seite, weil mir das doch irgendwie ein bisschen zu krass geworden ist. Deswegen gebe ich noch ein bisschen was von diesem hellen Glitzer einfach mal drüber und gehe mit dem Blendepinsel wieder in diese dunkle Farbe rein, um außen wieder ein bisschen zu verdunkeln, eine Lidfalte zu kreieren und alles irgendwie ein bisschen aufzuräumen. Ich habe hier von diesem Glitzer mega viel Fallout. Der Ton, den ich jetzt nicht aus der Palette verwendet habe, ist dieses schimmernde Orange, was man garantiert auch wunderschön als Blush verwenden kann. Der erinnert mich nämlich so ein bisschen an den Sleek Rose Gold Glow und an den NARS Orgasm tatsächlich. Ich finde den wunderschön und bin auch sehr gespannt, wie er beswatched aussah für dich und aussehen wird für mich. Okay, ich werde mir jetzt ein bisschen Fixing Spray drauf machen, dann werde ich mir einen Eyeliner ziehen, Mascara drauf machen, die Lippen machen und dann bin ich gleich wieder da. Ja, und das ist dann nun der fertige Look aus der Nähe. Wenn ich Mascara drauf habe und Eyeliner, macht es das Ganze auf jeden Fall stimmiger. Ja, aber die Lidschattenpalette, die ist nichts für mich. Die wird auch nicht in meine Sammlung wandern. Die Lippen habe ich so gemacht, wie ich die in letzter Zeit häufiger mache. Sehr nudig, sehr zurückhaltend. Ja, weil eigentlich das Augen-Make-up an sich ja ziemlich strahlend ist. Im Ergebnis sieht es auch okay aus und es sieht tragbar aus. Ich würde damit auch rausgehen. Ich würde mich damit auch wohlfühlen. Aber es hat sehr, sehr viel Arbeit erfordert, um dieses Ergebnis halt zu erzielen. Das ist es nicht wert. Es tut mir leid, aber das hat mir nicht gefallen. Zu den Primern muss ich sagen, dass ich keinen großen Unterschied sehe. Auf beiden Seiten ist die Foundation schön mit der Haut verschmolzen und der Primer hat da eine schöne Basis gegeben. Ich finde die beiden sehr, sehr vergleichbar und weil das so ist und der Preisunterschied so exorbitant hoch ist, würde ich tatsächlich immer eher zum Essence Primer greifen bzw. ihn dann entsprechend empfehlen.
Der Concealer hat sich auch sehr, sehr gut verhalten und ist auch nicht in die Fältchen gerutscht. Und das, obwohl ich aktuell eine sehr problematische Augenpartie habe. Auch meine untere Augenpartie ist sehr trocken, aber er war so reichhaltig. Und ja, am Anfang dann so ein bisschen, okay, ich muss aufpassen, dass er mir nicht in die Fältchen rutscht, weil er halt so flüssig ist. Wenn man ihn aber settet und freundlich behandelt, dann bleibt er an Ort und Stelle und macht alles einfach nur schön. Und das hat mir sehr gut gefallen. Auch die Pinsel haben mir richtig gut gefallen. Hier siehst du dann auch nochmal den Look aus sicherer Entfernung, sage ich mal. Wie gesagt, es ist ein schöner Look, es ist irgendwie auch ganz nice, es schreit wirklich irgendwo Frühling und, ne? Ist aber leider qualitativ nicht so, dass ich sage, ich möchte diese Palette behalten, weil mich halt auch echt stört, dass diese Glitzerpartikel so enorm runterfallen. Und ja, deswegen war es das mit dem Video, beziehungsweise, nee, ich habe noch was für dich. Ich wollte dir zeigen, was ich quasi in das blaue Paket gepackt habe. Den Essence You Better Work Primer, Flora Mare Augencreme, ein Essence Blender Pinsel, Mercy Handy Love and Hand Cream, eine Nachtcreme von Polar, Nuit Polaire, Catrice Glam & Doll Waterproof, Nutraskin Super HD Wear Foundation, das sind verschiedene Foundations zum Mischen drin, und von Isana Professional Soforthilfe Haarmus ohne Ausspülen mit Kokosduft. Was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, ist ganz simpel. Schreib mir irgendwas Blumiges in die Kommentare oder mach ein Blumen-Emoji oder. Irgendwas mit Blume auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall cool, weil wir nähern uns Frühling und da sind die Blumen-Vibes auf jeden Fall angesagt. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Style & Talk-Videos, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!